ビオロジカルは僕が一番大好きな曲。君の一番好きな曲は何かな？ビオロジカル ist mein Lieblingslied. Was ist dein Lieblingssong? Mein Lieblingssong? Ich glaube auch Biological. Mit welchen Instrumenten hast du gut Nachtlied gespielt? Eine Posaune. Ein Schlagzeug. Ein Sousaphon. Und ein Saxophon. Ja, hast du das Lied im Traum gefunden oder hat dich das Lied im Traum gefunden? Das könnte sein, oder? Sweet and honest. Das ist schön. Ja, ich habe das Lied geträumt. Und ich glaube, wir sind uns in der Mitte begegnet. Das Lied hat mich gefunden und ich habe das Lied gefunden. Hast du das Stück live selber erfunden? Ja, das Lied habe ich selbst erfunden. Live, das steht für das Leben. Und das Leben ist wie eine Achterbahnfahrt. Da macht es immer so. Und das Stück ist recht funky. Und die Melodie geht ja so. Genau. Und ganz kurze Melodie, damit auch du die mal spielen kannst. Als Katze. Hast du mehrere Tage gebraucht? Nee, ich habe ganz kurz dafür gebraucht. Ich glaube, das war das Stück, was ich am schnellsten geschrieben habe von allen anderen Kompositionen. Live habe ich geschrieben in, sagen wir mal, in 5 Minuten. Ja. Wen haben wir denn da? Du los, verspiel den da. Toulouse, ja, da haben wir ein Saxophon. Und das spielt das Thema und die Posaune spielt auch ab und zu das Thema. Und wir wechseln uns ab. Und Toulouse, bei Toulouse, da habe ich mir gedacht, dass wir da ganz entspannt spielen, ganz locker und ganz viel mit Zeit. Und deswegen ist das ein Stück, was so du, 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 du macht. Die ganze Zeit. Mm.
beim Song Discoland macht es Spaß, mit der Band das Lied vorzubereiten und es nachher auch zu spielen? Es macht ganz viel Spaß, den Song Discoland mit der Band vorzubereiten und zu spielen. Und vor allem, wenn man das probt, dann kommt das Stück erst so richtig zum Leben. Discoland. Hat das Lied eine besondere Bedeutung? Das Lied, wenn ich mir Discoland vorstelle, dann denke ich an Tanzen und an zusammen eine gute Zeit haben. Und drum heißt das Stück Discoland. Man hat so richtig Spaß, den Song zu hören und man hat dann sofort Lust, da mitzutanzen. So wirklich Disco. Oh ja. Jetzt! Wer spielt da? Ah, Paul Diboro spielt Schlagzeug. John Ram spielt Posaune. Und dann haben wir Steve Glenn am Sousaphon. Und wer spielt noch mit? Nicole da? Ach ja, ich spiele auch noch mit. Und ich spiele das Saxophon. Was ist das für ein Instrument, das da macht? Das Instrument, was das macht, so ganz tief spielt. Ich kann das gar nicht nachmachen. Das ist das Sousaphon. Ein Sousaphon. Und das spielt die tiefen Töne bei dem Stück. Und das Stück, was wir da spielen, das heißt nämlich Dig Deep. Und das spiele ich jetzt mal für euch. Kommst du mit Dig Deep eigentlich auch mal zum Südpol? Wenn du mich mitnimmst, komme ich ganz sicher mit zum Südpol. Bestimmt. Mit meinem Saxophon und der Musik. Und vielleicht kommen meine Musikerfreunde auch mit. Vielleicht kommt John, Paul und Steven auch mit. Ich frage sie. Hi. Jetzt bin ich aber echt erschrocken unter Wasser. Mir sind beinahe die Zähne rausgeflogen, weil ich nicht wusste, ob mir da eine Dampflok oder ein Schlagzeug beim Stück Zydeco entgegenkommt. Ja, das hat ganz viel Schlagzeug drin und eine Lokomotive. Manchmal klingt es wie eine Lokomotive. Ui! Musik.